Und jetzt drehe ich mich gerade mal um. Schaut mal. Check. 2441 Meter. Und wir sind auf dem Gipfel vom Sonnenstein. Und von hier sehen wir auch unser nächstes Ziel, Deserles. Das ist noch ein gutes Stück Arbeit. Deswegen halten wir uns hier auch gar nicht lange auf. Das Wetter wird nämlich nicht besser, es zieht zu. Und wir wollen auf jeden Fall schon auf dem Abstieg sein, sollte es anfangen zu regnen. Ein bisschen müssen wir absteigen. Da unten sieht man auch einen Weg, da quer am Hang. Da müssen wir entlang. Geht doch nichts über guten alten Brösel-Dolomit. Ein bisschen Vorsicht schadet hier bestimmt nicht. Auch dieser Weg ist übrigens markiert, und zwar orange. Irgendwo müssen wir da wieder hochkraxeln. Was für geniale Felspfeiler links von uns. Und wisst ihr, was noch genialer ist? Da sind Steinmänner oben drauf. Da sind also schon Leute hochgeklettert. Okay, wir müssen hier einfach gerade hoch. Sieht gar nicht mehr so schwer aus. Von einiger Entfernung sah das deutlich schlimmer aus. Da geht es jetzt nach oben. Ihr seht, das ist nicht so dramatisch. Steil, aber machbar. Der Blick zurück ist ziemlich heftig. Und weiter geht's. Okay, Markierung rechts. Darüber geht's. Man erkennt deutliche Pfadspuren
nach wie vor gilt, ausrutschen ist nicht. Hier geht es wirklich ziemlich steil nach unten. Und wieder ein Blick zurück. Es ging die ganze Zeit hier am Hang entlang, sehr gut markiert. Und das ist es auch weiterhin. Da geht's lang. Uhr, wir sind auf 2535 Meter Höhe. Das macht der Weg einen kleinen Knick. Spannung steigt. Ja. Wisst ihr wieso? Weil da Etappe Nummer 2 ist. Gipfelkreuz vom Serles. Die Scharte da vor uns, das ist das Serles-Jöchel. Da gehen wir später auch runter. Und man kann vielleicht in der Kamera den Weg erkennen, der nach unten führt. Das ist unser Rückweg dann. Genau hinhören. Man sieht sie leider nur ganz schlecht, nur wenn sie rumflattern, aber das waren Schneehühner. Das dürfen wir hier queren. Unterhalb von uns sieht man schon ein paar andere Bergsteiger, die sind auf dem Normalweg unterwegs. Hier haben wir jetzt ein kleines Stück, was weglos ist, ist zumindest nicht in den Karten verzeichnet. Sind aber trotzdem deutliche Pfadspuren erkennbar. Und wir stoßen gleich auf den Normalweg. Das sind vielleicht 50 Meter. Also die letzten paar Meter gab es jetzt tatsächlich keine Markierung. Dafür sieht man ja ganz deutlich den Normalweg. Auf dem sind wir jetzt drauf. Da geht's hoch. Noch etwa 150 Höhenmeter. Kurzer Zeitcheck. Es ist 12.05 Uhr. Passt. Das ist Luxusgelände, Karl. Oh ja. Das ist das, was Katharina gemeint hat. Ein sehr gut ausgetrampelter Pfad. Endspurt. Das Gipfelkreuz sehen wir schon. Kaxeleinlage. Mit Stücken gerade etwas schwierig. Geschafft. 2717 Meter, es ist 12.20 Uhr. Check. Und wir sind auf dem Gipfel. Und das ist es. Ein Blick zurück auf den Sonnenstein. Man glaubt es kaum, dass man da rüber kann. Aber es geht. Und ein Blick in die andere Richtung. Im Moment aufs Zuckerhütl, auf den Gletscher. Links neben dran der Habicht. Daneben, allerdings ein bisschen versteckt, das Kirchdach. Und mit diesem Panorama hier machen wir jetzt erstmal Brotzeit. Auf 2717 Meter, wie gesagt.
4 Meter höher als der Watzmann. Wir müssen uns nur beeilen mit dem Futtern, weil da gibt es neugierig Interessierte. Ich hoffe, ich kann es zeigen. Gut. Haben wir jetzt eine Armee angelockt? Ja. Ja. Tja, das war er nun, Nummer 4 auf unserer Liste der Seven Summits Stubai, die Serlis. Und jetzt? Abstieg. Genau. Schon so eng. Du hast doch vorher noch nicht gegessen gehabt. Und dazu geht es leichter. Wenn man mal so in den Himmel schaut, ja, zieht sich immer mehr zusammen, kommen ein paar dunklere Wolken. Noch nicht kritisch. Aber es ist gut so, dass wir jetzt auf dem Abstieg sind, da kann gar nichts mehr passieren. Jetzt sind wir abgestiegen auf 2570 Meter und hier kommt jetzt der kleine unscheinbare Pfad rüber vom Sonnenstein. Muss man schon genau hinschauen. Zwischen den Steinen da durch. Also wenn man es nicht weiß, sieht man nicht. Und da unten sehen wir auch schon die Scharte, das Serlis-Jöchel. Sogar ein Stück Seil versichert. Macht Sinn, die Steine sind hier sehr stark abgespeckt. Und wenn die nass sind, hat man die feinste Rutschpartie. Mit dem Trockenen kein Thema. Ein Blick zurück. Ja. Okay, nochmal. Bla. So, und da haben wir es jetzt vor uns. Das Serlis-Jöchel mit 2384 Meter. Neustift 3 Stunden. Na dann.
blickt nach oben. Da sieht man mal, welche Rinnen das Wasser hier rausgewaschen hat. Teilweise hat es den ganzen Weg weggerissen. 14:05 Uhr, wir sind auf 2100 Meter abgestiegen. Jetzt kommen schon die ersten Latschen. Hier hat es den ganzen Weg weggewaschen. Ist aber schon wieder neu getrampelt worden. Oh, da war auch mal ein bisschen mehr Weg vorhanden. Ach du Scheiße. Selbst die Latschen hat es weggefetzt. Nur noch 1000 Höhenmeter nach unten. Ein Blick zurück. Hier sind lauter Stufen. Oh, hier nicht mehr. Und da hinten gehen sie weiter. Also man kann davon ausgehen, dass hier komplett alles weggewaschen wurde. Boah, da kann man sich vorstellen, was darunter kam. Hier hat es den Weg über eine etwas größere Strecke weggeschwemmt. Puh. Meter. Hier ist ein Wegweiser. Naturschauplatz Wildeben. Okay. Gut. Netter kleiner Aussichtspunkt. Ja. Oben sieht es ein bisschen besser aus, finde ich. Unterschreibe ich so. Okay, weiter. 1800 Meter. Langsam kommen wir in den Wald rein. Sehr idyllisch hier. Und da vorne ist der Gasthof Wildeben. Das war jetzt echt super lecker. Wir hatten einen genialen Eierlikörkuchen, perfekt angerichtet wie im 1000-Sterne-Restaurant. Das sollt ihr euch auch mal geben. Also sehr zu empfehlen. Absolut. Alles top. Jo. Auch die Bedienung natürlich. Und wer einfach nur abhängen will, geht. Schön war's. Wir kommen wieder. Jetzt habe ich nur ein Problem. Vollgefressen. Es geht nur noch bergab. Du musst nicht hoch. Du kannst rollen lassen. Ich kann mich rollen lassen, ja. Okay. Wir könnten jetzt die ganze Zeit hier auf dem Fahrweg bleiben. Aber zumindest am Anfang gibt es noch einen schöneren Pfad. Ist auch etwas kürzer. Hier runter.
Wir sind jetzt etwas unter 1400 Meter und gleich stößt unser Pfad auf den Fahrweg und auf dem geht es dann auch weiter. Da ist er auch schon. Okay, da geht's jetzt runter. Und auf dem Weg bleiben wir jetzt, bis wir am Parkplatz sind. Und das bedeutet, es wird Zeit für unser Resümee. Ich fange jetzt halt mal von hinten an. Das haben wir auch noch nie gemacht. Gasthof Wildeben. Alpengasthof Wildeben. Verzeihung. Genial. Lecker. Preisgünstig für eine Hütte, muss man auch dazu sagen. Super nettes Personal. So schaut's aus. Man erfährt viele Hintergrunddetails. Und ein wirklich idyllisches Plätzchen, wo man auch mal abhängen kann. Ihr habt es an den Hängematten gesehen. Serles? Absolut genialer Aussichtsgipfel, Panoramen noch und nöcher. Man konnte bis zur Zugspitze gucken. Wirklich sehr, sehr lohnendes Ziel. Der Weg von der Serles bis zum Sonnenstein, der war schon sehr abenteuerlich, ja, muss ich sagen. Also genialste Aussichten, bizarre Felsformationen. Sonnenstein selbst. Auch wunderbare Aussichten. Es sieht halt von da aus erstmal aus, als würde man gar nicht weiterkommen. Sieht alles so nach Sackgasse aus. Ja. Und dann erschließt sich das dann aber doch sehr schön. Sehr lohnender Gipfel. Also wer trittsicher ist und wer sich das zutraut, sollte ihm auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ja, und der Anstieg zum Sonnenstein, okay, geht halt durchs Gemüse, steil hoch, ja, also wirklich sehr direkt. Für mich das absolute Highlight, dieser Kriechgang, das Dach, das war wirklich super. Nach DAV-Skala ein schwarzer Weg, das heißt, da ist schon teilweise ziemlich ausgesetzt, ziemlich viel Brösel. Also man muss aufpassen, wo man hintritt, dass man da nicht wegrutscht, sonst ist nämlich vorbei. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten eine absolut top Tour. Unterschreibe ich so. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Oh, was haben wir hier? Auf 1300 Meter Höhe. Ein Brunnen, herrlich. Ist eh gerade so heiß. Uhr, wir sind wieder am Auto und da hinten am Zuckerhütl, da braut sich was zusammen. Ich würde sagen, unser Timing war perfekt.